Ja. Was macht sie da? Ich glaube, sie guckt auf ihre Smartwatch und will das Lied weitermachen. Ihr gefällt, glaube ich, nicht das Lied, was sie gerade hört. Aber sie bekommt es nicht hin. Sie struggelt sehr stark. Ist sie am Begrünen und sie hat es nicht hinbekommen, glaube ich. Ja, so ist das Leben. Hey Leute und damit willkommen zu einem weiteren Motovlog. Ich bin heute mit Kim unterwegs. Kimmy Kimco? Ja, Kimmy Kimco. Sie hasst den Spitznamen, aber sowas von. Ja, erstes Video seit dem Köln-Eskalation. Wir fahren nach Bielefeld in die City, weil Kim braucht ein Kleid für die Hochzeit von meinem Bruder. Stimmt's? Ja, sie hat genickt. Sie hat zugestimmt. Auf jeden Fall. Ja, ich dachte mir, ich lass mich nicht lumpen und nehme euch mit, wie wir durch nach Bielefeld fahren und dann wieder zurück und so. Hallo Roller. Mein Motorrad ist schon toll, ne? Ich bin auch gerade ein bisschen am struggeln, weil der seht den Tageszähler, da Trip 204 Kilometer. Das war, wo ich vollgetankt habe. Damit bin ich von Köln zurückgefahren und jetzt fahre ich damit weiter bis nach Bielefeld. Ich bin mal gespannt, wann geht die Reserveleuchte an? Also ich hatte schon mal, dass sie bei 180 Kilometern angegangen ist, die Reserveleuchte, aber ich bin halt spritsparend zurückgefahren, weil ich ja mit Kim gefahren bin, die ganze Zeit 120, 130. Ja, mal gucken, wie weit ich komme. Ich fahre jetzt möglichst spritsparend, damit ich noch bis zur Tankstelle dahin komme, wo ich tanken will. Kriegen wir schon hin. Ich halte euch auf dem Laufenden. Also ich muss sagen, bisher bin ich ganz stolz auf mein Motorrad. 208 Kilometer und immer noch nicht auf Reserve. Man kann ja doch spritsparend fahren mit einer R1. Ich habe einen 15-Liter-Tank und habe schon 208 Kilometer. Mit Reserve kann man auch noch mal so 20 Kilometer fahren. Richtig spritsparend, das Motorrad. Ey, warte mal, ich kann das Motorrad fast so... Ja... So mit... Ich schätze mal, so mit 7 Litern kann man das also fahren. Fast so sparsam wie mein Audi Diesel. Ah, da ist gar keine Musik drin. Oh, ich dachte, ich verarsche dich. Ich mache so ein bisschen Bewegung, als würde ich reden. Upsi! Hat nicht geklappt. Ich habe da gerade so Mundbewegungen gemacht, als würde ich reden. Und Kim angeguckt, sie guckt mich an. Hey, was will der von mir? Ich dachte nämlich, dass sie Musik anhat und dann denkt, ich rede. Und sie hört mich nicht, weil sie Musik anhat. Hi! Hi! Ich bin nicht behindert. Warum schreibt ihr sowas in die Kommentare? Wie? Habt ihr gar nicht? Oh. Sieht leer aus. Mach ich das gut? Total. Gut. Ich gehe rein bezahlen. Bis gleich. Da sind wir wieder. Vollgetankt ist die Maschine. Kamera nimmt noch auf. Das ist super. Jetzt kann es ja ab in die Stadt gehen. Ich würde sagen, wir parken aber so unmittelbar Kimmel zu Peek in Kloppenburg. Gleit gucken. Und da parken wir natürlich unmittelbar vor der ganzen Geschichte. Ne? Zum Glück haben wir grün. Juhu, 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 juhu. Also hat Kim nicht mehr... Ach, das hier. Ah. Sie war gerade im toten Winkel, ich habe sie nicht mehr gesehen. Ich dachte, hä? Hast du die Dings noch bekommen oder nicht? Ach, Angst habe ich bekommen, Angst. Wieso, Omi, wieso fährst du so langsam an die Ampel ran? Ach, weil sie... Ah, ich verstehe. Sie wollte nicht anhalten. Oh, der Ballon. Ballons? Ballons! Balloons! Da hinten, seht ihr das? Da hinten ist ein Kopf. Ein Motorradhelmkopf.
Die Frage ist, ob der auf dem Motorrad ist oder auf dem Roller. Okay, es ist eine Tourer. Eine Tourer. Mein Motorrad ist schön warm. Warm. Richtig angenehm warm zwischen den Beinen. Ja. Weil es so ziemlich kalt ist. Es ist ganz angenehm, wenn man eine Maschine hat, die 106 Grad warm wird. Und Lüftung angeht. Ja, wir sind sofort da. Wir sind jetzt gleich beim Jahnplatz. Quasi mitten in der Stadt. Da schauen wir mal, wo wir uns irgendwo drauf fahren und parken können. Ne? Scheiße, wie soll ich denn hier? Warte mal. Wir fahren hier so drauf und dann so. Ja, ne? Ich brauche einen höheren Wendekreis. Ich muss ausholen. Ne? Wir fahren hier so drauf und parken da. Und ich brauche einen großen Wendekreis. Was schreit da so? Hast du das auch gehört? Gerade so. Ah, das Kind da hinten. Fahrräder parken am Fahrradständer. Das muss ein Bild wert sein, oder? Nervig dich mit den Bildern machen. Aber dir ist schon klar, dass du in letzter Zeit viermal so viele Bilder hochgeladen hast wie ich auf Insta. Okay. An dieser Stelle checkt Kims Instagram aus. Sie hat 1500 Follower und hätte gern 1600, stimmt das? Natürlich. Ja. Und dann schreibt ihr alle unter ihr neuestes Bild, du geile Sau. Ja. Das macht ihr, ne? So, wir gehen jetzt in die Stadt und dann sehen wir uns gleich. Tschüss. So, da sind wir wieder. Kim ist ganz fokussiert und hört Musik. Sie hört mich nicht. Deswegen checkt ihr auch nicht, dass ich sie filme. Komplett im Fokus ist sie. Mein Motorrad nächtigt hier. Ja, die dicke Frau da vorne im Ford, die chillt ihr Leben. Oh, schöner Chevrolet. Hm. Ja, wir hauen jetzt hier wieder ab. So sieht's aus. Kim auch mal wieder ewig, ne? Hi! Wie, kein Bordstein? Ne, Kims Maschine ist tiefer gelegt, das ist Risiko. Fahr einfach gleich vor mir durch. Hoi! Lautes Ding! Oh, ein Tesla. Nee, das ist gar kein Tesla, oder? Doch, doch. Doch, sicher. Ein Tesla. Ach. Ein Tesla! T! T! Tesla! Sie versteht mich. Zeichensprache. Ich bin Boss in so einer Zeichensprache. Ach. Wie ein Tiger, der ins Gesicht springt, sagt er. Puh. Ram! Wie sich alle umgedreht haben. Finde ich gut. Weil die kalt ist und ich mit dem Gas gespielt habe, ist die gerade ausgegangen. Also theoretisch sind wir jetzt auf dem Rückweg von Bielefeld. Kim hat ein schönes Kleidchen gefunden. Boah, ich kann sie bestimmt davon überzeugen, dass sie mit ihrem Kleid ein Bild auf ihrem Motorrad macht oder auf meinem Motorrad. Wollt ihr das? Dass ihr ein Bild von mit dem Kleid auf meinem Motorrad macht, wenn also das Kleid haben zurücklegen lassen und muss umgeschneidert werden. Irgendwie so. Er hätte schon Lust auf ein cooles, elegantes Bild mit dem Kleid auf meinem Motorrad oder auf Kims Motorrad, ne? Dann, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt mal alle Hashtag Kleid als Kommentar. Jeder, der darauf Bock hätte, so ein cooles Bild auf Insta zu sehen. An dieser Stelle folgt uns beiden auf Instagram. Wir sind beide unten verlinkt. Ja, das wäre super nett.
Fühlt sich gut an. Sexuelle Nötigung im Straßenverkehr. Ja. So Leute, ich beende dieses Video an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Solltet ihr das schleunigst tun. Folgt mir auch auf Instagram und Kim auch, die Süße. Ja, Links sind natürlich unten in der Beschreibung, bla bla bla. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Monovlog, Leute. Tschüss.